Und jetzt kommen wir zu einem Mann, der Deutschlands einziger professioneller Gladiatorentrainer ist. Er hat eine Gladiatorenschule in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, die schon vor über 2000 Jahren von den Römern gegründet wurde. Bitte begrüßen Sie Jan Krüger. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Krüger. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, Sie sind der einzige Gladiatorentrainer Deutschlands, der einzige Professionelle, wenn man so will. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Na, ich habe über die Schauspielarbeit 3 Jahre lang in Trier Commodus spielen dürfen. Wir hatten da so eine Open-Air-Veranstaltung und bin dadurch in den Kontakt zu den Gladiatoren in Mailand gekommen. Die trainieren das schon seit 20 Jahren, die machen experimentelle Archäologien, so nennt sich das. Ah, okay, schon mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, ja, das ist die Prämisse für uns. Also es ist eben kein, wir hauen uns auf den Kopf. Also es gibt kein Sportverein, sondern... Nein, es ist eine Firma. Eine Firma? Es ist eine Firma, ähnlich wie vor 2000 Jahren. Also das Ziel ist es, wirklich Profisportler großzuziehen, auszubilden. Ah, okay. Und dann auch für Events als Kämpfer zu verkaufen. So war das damals? Ich dachte immer, Gladiatoren waren irgendwelche armen Schweine, irgendwelche Sklaven, die den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Nee, das ist leider alles so ziemlicher Nonsens aus dem Fernsehen. Ah, okay. Und die Realität war so, die Gladiatoren in der Spätzeit waren Profis. Die wurden ausgebildet und Gladiatoren kämpften auch nur gegen Gladiatoren. Also die kämpften auch niemals gegen Tiere oder sowas. Ah, okay, ach, das wusste ich gar das nicht. Das ist leider alles. Das sind so die Sachen, mit denen ich auch mein Geld verdiene, indem ich auch Seminare gebe in Museen und durch die Welt fahre und so weiter und auch darüber aufkläre. Also das waren so Profi-Clubs, sozusagen, die von reichen Sponsoren gehalten wurden, wie Rennpferde oder sowas, ja? Vom Prinzip auch später staatlich. Das heißt, wenn man eine Veranstaltung machte, eine Brot- und Spiele-Veranstaltung, das ist dem Publikum vielleicht ja ein Begriff, dann hat man auch Leute gekauft oder der Staat hat dann beim Lannister, den Leiter, also wie mir, die Kämpfer gekauft und hat die dann dort arbeiten lassen. Das, was hier bei ProSieben als Spartakus zu sehen war, ist komplett, kompletter Nonsens oder ist da auch ein bisschen was dran gewesen? Also wir haben ja mit ProSieben zusammen für Galileo auch mal den Vergleich gemacht. Spartacus, Blood and Sand und die Realität. Und wenn wir so kämpfen würden wie im Film, also wir machen auch, ich kann auch choreografierte Kämpfe machen, dann lebst du einfach nicht lang. Das ist völlig frei, aber der Zuschauer von heute kennt nur Hollywood. Die reellen Kämpfe sind allein dadurch, dass du mit echten Metallwaffen kämpfst, die auch spitz und scharf sind, viel vorsichtiger, viel langsamer, viel taktischer und nicht so brutal, wie man sich das vorstellt. Okay. Im Kriegsfall ist es immer so, Sondereinheiten, Eliteeinheiten werden darauf gedrillt, den ersten Angriff kaputt zu machen und zu töten. Das funktioniert aber in der Gladiatur nicht, weil stellen Sie sich vor, Sie kaufen 2 super Gladiatoren. Nehmen wir mal hier heute die Klitschko-Brüder, würde die anpreisen, ja, kauft die groß, lässt die kämpfen und die hauen sich nach 10 Sekunden beide das Schwert ins Auge und sind tot. Das ist schlechtes Geschäft, ne? Das ist ein ganz schlechtes Geschäft, ja, genau. Wir schauen uns das jetzt mal an und da werden wir mal ein bisschen was vorführen, wie das so funktioniert. Wir haben auch einen extra noch einen Gladiator bestellt, machen die Tür auf hier. Elton ist da, meine Damen und Herren. Ja. Ich komme auf die Seite. Ja. Der Elton hat sich ja mehr oder weniger freiwillig bereitgestellt, hier mitzumachen. Und der Elton hat jetzt schon ein bisschen Montur an. Die haben wir ihm schon angezogen. Alles weitere nach der Werbung höre ich gerade. Kann ich noch gehen? Nein, du kannst nicht gehen. Bleiben Sie dran, bis gleich. Da sind wir wieder, zurück bei TV Total. Hey, R2-D2. Ja. Nee, C3PO ist das ja. Oh, ganz schön schwer, der Helm hier. Ja, der wiegt so ungefähr 5 Kilo. Das merkt man schon, wenn man den anhat, dann ist es wahrscheinlich nicht einfach zu kämpfen. Ne? Das ist wer hier so, oder?
Darth Vader-mäßig. Ja, also die ganze Ausrüstung hat natürlich einen Sinn. Ja? Die war sehr hoch spezialisiert, damit die Kämpfe lange und blutig sein konnten, und aber man trotzdem auch lange überlebte. Ja. Und deswegen haben wir den Eltern hier zum Beispiel schon mal so ein bisschen angezogen. Ja. Als allererstes, normalerweise sucht man ja sich den Gladiator, wenn man einen kauft, den Menschen aus und packt ihn dann in eine Ausbildung einer Gattung, die zu seiner Physis passt. Ja. Das heißt, man geht auf den Markt und dann guckt man sich den Eltern an. Eltern, mach mal, hä? Zähne sind in Ordnung. Ja. Ja. Braucht er zwar nicht mehr nachher. Dann guckt man hier so ein bisschen. Ja, das ist Kraft. Und das ist Kraft. Pure Kraft. Und weil der Elton ein ziemlich stabiler Mann ist, würde er normalerweise zum Beispiel genau den Helm tragen. Er würde als Sekutor kämpfen. Ah. Aber der Sekutorenhelm, hat mir eine Probe leider feststellen müssen, passt ihm nicht. Deswegen ja, kriegt er nachher, wenn wir kämpfen, den da auf. Ja. Aber ich will mal ein bisschen was zeigen. Ja? Okay. Also zum Beispiel hat er hier eine Manika. Ja? Den kannst du mal ablegen, Elton. Ja. Dann nimmst du dir mal ein Schwert. So, guck mal, ich gebe dir eins. Und ich nehme mir ein Schwert? Ihr könnt es auch, hier beide. So. Ja. Ich mach das, zack. So, Elton. Elton, du auch, ja? Ja. Du? Wo ist denn dein Schild? Oh, noch ein rundes, da haben wir noch eins. Ach, ein rundes? Hm. Oh, ganz schön hart. Ein rundes. Ja. Wie hält man? So? Ja, genau, so rein. So von oben rein. Von oben rein. Genau. Mhm. So, du hast ja zum Beispiel jetzt keine Manika an. Ja. Das ist das wichtig. Ist eine Manika, das ist der Arm. Das ist der Armschutz. Ja. Genau. Und genau das ist der Grund. Ja, naja, das tut nicht weh. Aber darf ich mir mal kurz das Schwert leihen? Wenn der Elton jetzt auf mich haut, ja, und wir wären im Krieg, also hau mal hier auf meinen Hals. Nein. Du sollst mal auf meinen Hals hauen. Hau doch mal auf meinen Hals. Hau doch mal auf meinen Hals, Junge. Hau. Hau drauf. Du sollst draufhauen. Ah, ja, so gut. Dann würde ich im Kriegsfall ihm den Arm abschneiden. Deshalb tragen die auch... Gott sei Dank, kein Kriegsfall, Elton, gerade. Deshalb tragen die eine Manika. Ja. Weil der Kampf wäre sofort vorbei. Mhm. Deshalb sind auch die Beinschienen geschützt. Wenn der Elton ein großes Schild tragen würde als Sekutor, dieses... Mhm. Ja. Nimm das mal bitte, ich tausche mit dir. Yeah. Das ist ein Sekutorenschild. So. Und er versteckt sich dahinter. Nee, du musst schon gucken. Ach so. Ja. Zum Publikum. Dann ist alles geschützt. Der Ganze, er hat einen Helm, der Arm ist geschützt, man kann ihn nicht mehr abschneiden. Mhm. Aber... das Bein steht vor. Ja. Das heißt, wenn ich Krieg wollte oder gewinnen wollte, würde ich denen das Bein abschneiden. Ja. Kampf vorbei, langweilig. Ich kann auf einem auch. Ja. Welcher Film? Ritter der Kugelschen. Genau. Ja, genau. Ich spuck dich. Jetzt lasse ich euch mal arbeiten. Wir beide? Ja. Ich hab kein Schwert. Nee, wir machen was Cooleres. Ja. Netzwerfen. Was? Netzwerfen. Netzwerfen. Ah, kennt man auch aus der. Ja. Aber so da habe ich hier noch einen Dummy mitgebracht. Ja. Ich glaube, die Sendung ist vorbei. So. Ja. Dafür müsstest du die Manika noch mal ausziehen. Die brauchst du jetzt nicht, sonst wird es ein bisschen anstrengend. Nehme ich das Netz. Danke. Ja. Kriegst du nachher wieder. Zur Sicherheit. So, was jetzt? Und jetzt? Und hier, der Kollege ist unser Dummy. Was? Nein, nicht ihr zwei. So. Ja. Darf ich mal vormachen? Ja, bitte. Das ist ein Kampfnetz. Es gibt ja so Leute, die kaufen sich da so Netze und hampeln damit rum, wo ich immer sage, oh Gott, Leute, das muss wehtun. Deshalb nutzen wir Netze, die so ein Gewicht von mindestens 6 Kilo haben. Das ist sehr schwer, ja. Wenn ich jetzt den Kollegen namens mit Holz fangen will, Vorsicht, der wird umfallen, sieht das so aus. Wow. Ah. Okay. Das dürft ihr mal probieren. Ja, okay. So. Das ist tatsächlich sehr schwer, das Netz. Du kannst es noch darstellen, dann kannst du mal auf die, mal auf die Kamera zufliegen. Soll ich mal mit Elton machen? Aber lass die Kamera stehen. Soll ich mal mit Elton machen? Kannst du auch auf Elton werfen, ist ja. Soll ich einen Helm dafür abziehen? Den brauchst du nicht, musst du nur die Hand vor den Kopf nehmen. Ja, dann räum ich ihn weg, dann bist du Dummy. Du bist ja heute Dummy. Warte, so. Oh, pass auf, Elton, nicht, dass das wehtut. Wichtig ist, dass er sich ausbreitet. Ah, dass er sich ausbreitet. Sonst bringt's nicht. Okay, also irgendwie so mit zwei Händen werfen oder mit einer? Nee, es ist kein Waschlappen, muss schon eine Hand nehmen. So mit einer, so. Ja, genau, so. Ja, so die Technik zeige ich noch mal. Einfach mal versuchen, den Elton einzufangen. Jawohl. Also, ihr macht einen richtigen Kampf. Ich spiele hier den... den Schiedsrichter? Den Schiedsrichter. Wie jetzt einen richtigen Kampf? Einen richtigen Kampf? Hat man dir das nicht gesagt? Nee. Ja. Wird gut. Da möchte ich dich bitten, noch mal eine Manika anzuziehen. Was? Ein Armschutz. Den wirst du brauchen. Boah, die Dinger, die Helme sind ja wahnsinnig schwer. Das ist ja total irre.
So. Übrigens, die Gladiatur ist ja nun nicht gerade ein witziges Thema. Das ist auch für uns sehr wichtig. Für die Zuschauer auch mal eine Zahl. Das Kolosseum in Rom wurde 400 Jahre als ein Kolosseum benutzt. In den 400 Jahren sterben allein in dieser Arena zwischen 250 und 400.000 Menschen. Oh. Wir haben 52 Amphitheater im Römischen Imperium, macht summa summarum ungefähr 23 Millionen Menschen, die man hinrichtete. Oder waren die aber nicht zimperlich, ne? Die waren nicht zimperlich. Ja. Das ist für uns halt auch sehr wichtig, dass das auch, wenn wir Informationen dazu geben, ankommt und kein Nonnenschanz ist. Okay. Wir zwei kämpfen jetzt als Ritter. Die Equis-Klasse trägt nur eine Manika, normalerweise keinen Beinschutz, du hast heute Glück. Aha. Ein kleines Schild. Ich sehe nichts mehr. Und weil du noch Anfänger bist, nehmen wir heute nur Holzwaffen. Ja. Ich helfe dir, damit es relativ cool aussieht. Als allererstes lasse ich dich mal ein bisschen machen. Und dann erkläre ich dir ganz kurz, wie es besser wird. Und dann sieht das aus, als ob wir es absprechen würden, aber nicht tun, sondern es ist einfach ein freier Kampf. Was muss ich machen? 20 Sekunden. Ja. Viel Glück, Elton, ne? So. Ich gehe schon mal. Deine Aufgabe, Elton, ist es, meinen Körper zu treffen. Ja. Dann fangen wir an. Probier's. Au, ab, du! Ja! Hat mir selber wehgetan. Echt? Geht it? Was? Also ein bisschen ordentlicher. So, du hast gesehen, ich habe noch gar nicht mitgemacht. Ich benutze meine Waffe jetzt mit. Nein! Bist du bereit? Let's go, schön locker. Wie locker? Und komm. Ist ja gut. Der Trick ist, wo meine Waffe ist, ist dein Schild. Was? Komm schon, 10 Sekunden. Noch wo 10 meine Sekunden? Waffe ist, ist dein Schild. Halt den Schild hoch. Komm, noch 10 Sekunden. Komm, komm. Okay. So, das ist zur Sache, was? Ah. Ich sag die Hand. Alles gut. So, komm, bist trotzdem hier. Hier. Beide begrenzt, werden beide begrenzt. Also er hat sich echt tapfer geschlagen. Dafür, dass er es noch nie gemacht hat, ja. Tapfer geschlagen. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Ja, also vielen Dank für die tolle Demonstration, Herr Krüger. Und wo kann man das lernen bei Ihnen? Kann man das lernen? Konzentrieren, genau. 3 Jahre Ausbildung, wenn man es professionell machen will. Elton, wäre doch was. Mal was Anständiges lernen zwischendurch. Ja. Ja, also vielen Dank. Jan Krüger, meine Damen und Herren.